Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe mir alle drei Adventskalender von Judith Williams bestellt, so auch den ganz regulären Classic-Adventskalender. Den haben wir jetzt hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen und mich ein bisschen auf meiner Make-up-Reise begleiten, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal, ich würde mich mega drüber freuen. Genau, hier habe ich einmal den Judith Williams Adventskalender in der klassischen Variante. Der hat gekostet 99,90 Euro. Gibt es auch ohne Säckchen, da ist der, glaube ich, 8 Euro günstiger. Und der hat einen Warenwert von, das finde ich ziemlich krass vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, 430 Euro. Hier haben wir dann wahrscheinlich einen bunten Mix aus Pflege und dekorativer Kosmetik, aber vor allem Pflegeprodukte. Da es nochmal eine Premium-Variante gibt, gibt es auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, eine Schippe draufzulegen. Versprecher sind immer inklusive. Alles ist auch wunderschön wieder verpackt in diesen echt wiederverwendbaren Säckchen. Das Einzige, was ich hier sehe, ist, genauso wie auch bei dem Make-up-Adventskalender, hier ist das Logo halt dick und fett vorne drauf. Naja, aber wenn ich das für meine Familie wieder befülle, stört es die, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Und am 1. Dezember habe ich hier drin das, oh, das habe ich, glaube ich, schon mal sogar da gehabt und sogar verwendet. Ich brauche einen größeren Tisch. Das hilft alle nichts hier. Das Vitamin C Plus Glättung und Ebenmäßigkeit, ein Serumkonzentrat und das dürfte eine Originalgröße sein. Da ist sogar ein Lichtschutzfaktor mit 25 drin oder ist das ab 25? Hier steht 25 plus drauf. Ja gut, dann ist es wahrscheinlich ab 25. Nee, hier ist kein Lichtschutzfaktor drin. Okay. Gut zu wissen. Ja, Vitamin C ist auf jeden Fall ein schöner Wirkstoff, der halt die Haut so richtig schön zum Strahlen bringen kann. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember und hier ist was Leichteres drin. Hier habe ich drin das Eye Concentrate. Anti-Wrinkle, also Anti-Falten soll das dann wirken, ne? Also quasi gegen so kleine Trockenheitsfältchen wahrscheinlich. Und hier haben wir 20 Milliliter drin, also nicht schlecht, Herr Specht. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und das fühlt sich nicht, oh nein, ich befürchte etwas. Das Produkt kommt mir bekannt vor. Oh je, Mini. Ja, das ist echt so ein typisches Füllprodukt, ne? Yay. Haben die das jetzt in jeden Adventskalender reingemacht? Ich hoffe nicht in den 470 Tacken, das wäre ja unglaublich. Das ist eigentlich so ein Pad, mit dem kannst du manuell dein Gesicht peelen oder, mein kleiner Tipp, weil dafür würde ich meinen, also das verwende ich nicht zum Gesicht peelen, du kannst es auch verwenden, um deine Pinsel zu reinigen oder du kannst auch damit deine Reinigung aufs Gesicht auftragen und aufschäumen, aber da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das kann tatsächlich, wenn man zu doll drückt, ne, zu doll schrubbeln. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir das Peptide Science Hideaway Wrinkle Filler Serum mit 30 Millilitern. Sowas finde ich sehr schön. Peptide sorgen dafür, dass das Mikrobiom, glaube ich, wieder aufgebaut wird und die Hautbarriere gestärkt wird. Und deswegen kann man das sehr, sehr gut gebrauchen. Und ja, schön. Also es ist alles sehr, sehr Richtung Slow Aging, aber ich glaube, das ist generell so bei Judith Williams Produkten, oder? Man muss aber an dieser Stelle erwähnen, dass wir hier definitiv schon das zweite Serum haben. Abwechslung wäre ganz nice. Der 5. Dezember, das ist der Tag von Nikolaus. Ja, auch das kommt mir bekannt vor. Das sind halt einfach so Schwämmchen, zwei Stück, die zu einer Herzform zusammen gemacht wurden. Ich finde die Schwämmchen echt toll. Ich hatte mal eins von Judith Williams, was ich ganz furchtbar fand, weil das irgendwie super schnell angefangen hat zu gammeln. Das war sehr merkwürdig. Aber danach hatte ich mir nochmal eins gekauft und das hält und hält und hält. Das hat auch eine schöne Weichigkeit, ne? Eine schöne Festigkeit. Also genau passend. Und ich glaube, das ist einfach süß. Nina Nikolaus darf gerne was Besonderes sein. Der 6. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen. Der fühlt sich leicht an, aber da haben wir auch was Größeres drin enthalten. Ja gut, ist jetzt nicht irgendwie ein super spezielles 6. Dezember Produkt. Vitamin C plus Glättungsebenmäßigkeit, eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30, gibt Feuchtigkeit und einen Boost. 35 Milliliter sind hier drin, was ich relativ wenig finde, ne? Also da hätten die schon hier, ich weiß nicht, sind 35 Milliliter dann eine Originalgröße? Ich denke. Ist aber schon relativ klein. Normalerweise hast du ja 50 Milliliter, egal. Ja, auf jeden Fall haben wir dann hier das passende Produkt auch noch zum Serum. Ich weiß nicht, ob meine Haut quasi zwei Produkte mit Vitamin C gleichzeitig in Anwendung vertragen würde. Ich glaube nicht, das wäre für meine Haut meistens ein bisschen viel. Der 7. Dezember. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier wirklich fast ausschließlich Skincare haben.
Ich weiß nicht, ich glaube, da stand irgendwas mit Mix oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Besondere Momente in der Adventszeit. Also du hast halt auch online sehen können, was drin ist, aber das habe ich mir nicht angeguckt, einfach bewusst, damit ich mich halt auch hier überraschen lassen kann. Naja, das ist zur Gesichtsreinigung, das ist super wichtig. Erster Schritt von deiner Gesichtspflege sollte grundsätzlich die Gesichtsreinigung sein. Und das ist sogar nachhaltig, denn das ist das Beauty Therapist Cleansing Powder, Hydrate and Glow. Und da haben wir 40 Gramm drin, denn hiermit wird kein Wasser transportiert. Ne? Das kannst du dann einfach direkt in die Hände geben und dann aufs Gesicht geben, zusammen mit Wasser, und dann soll das entsprechend dein Gesicht reinigen. Schön. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Sie ist winzig. Vielleicht haben wir hier dekorative Kosmetik drin. Das würde natürlich für mich einen ziemlichen Kracher ausmachen. Kann man. Für Lippen, Wangen und Augen haben wir hier Sexy Lips, Pearly Cheeks und Touch of Glamour ein Stift. Und zwar, ja, hier steht ja nie, doch 179 ist die Farbe. Das ist halt so ein ganz zartes Rosa. Ich hatte den auch schon mal da, habe den angewendet und ich meine, dass er mir auch viel zu hell war. Ich habe den nicht gesehen. Dementsprechend, in der Nummer 9 dürfen wir uns über, ich glaube, ich weiß was, freuen. Etwas Praktisches, ja. Keine Ahnung, ob sowas auch regulär bei Judith Williams verkauft wird. Das glaube ich eher weniger. Ich finde sowas aber cool. Nee, doch nicht. Ich dachte, hier hätten wir was drin, was ich in dem anderen Adventskalender schon gefunden habe. Das sind Handschuhe. Okay, ja, so Baumwollhandschuhe. Das ist etwas, wenn du zum Beispiel dir eine Handmaske machst und die dann ordentlich einziehen soll, du aber trotzdem deine Hände irgendwie für irgendwas verwenden möchtest, hast du hier einfach die Möglichkeit. Okay, das ist auch mal ein ganz spezielles Füllprodukt in so einem Adventskalender. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Ach ja, das ist ein sehr kleiner Maskenpinsel. Cura Marketing GmbH aus Innsbruck. Ich glaube, gehören die zusammen irgendwie mit denen oder ist das, weiß ich nicht. Also das ist ein Pinsel, mit dem würde ich so meine Gesichtsmasken auftragen, aber ich habe da einen sehr, sehr guten, der mich schon seit Jahr und Tag hält. Aber ja, an und für sich ein schönes Produkt, sofern wir hier auch eine Gesichtsmaske drin haben. Die Nummer 11, die erste Schnapszahl ist jetzt hier in meinen Händen und da ist was Großes drin. Ich glaube, hat Judith Williams Körperpflege? Ich habe mich da nicht ausreichend informiert, muss ich gestehen. Ach, guck mal, hier haben wir auf jeden Fall die passende Maske zu dem Pinsel. Die Phyto Mineral Purifying Carbon Mask, das ist diese hier mit 100 Millilitern. Sowas finde ich schön, ne? Also das ist eine reinigende Maske. Die würde ich persönlich mit sensibler Haut so ein- bis zweimal pro Woche nur verwenden, steht hier auch drauf. Und 15 bis 20 Minuten lässt du das einwirken, danach kannst du es ordentlich abwaschen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Produkt. Dann schauen wir mal in die Halbzeit, die Nummer 12. Da haben wir auch irgendwie so ein Pappkartonchen drin. Ah, die Vitamin-C-Reihe wird fortgeführt. Da haben wir die passende Augencreme mit dabei. Und da sind 15 Milliliter drin, ne? Das sieht einmal so aus. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Reihe, die man sich mal angucken kann. Und ich finde es auch irgendwie schön, dass man die halt so quasi komplett hier auch bekommen hat. Und ja, also wir haben jetzt auch schon 2 Serien, 2 Augencremes. Das heißt, ich bin sehr gespannt auf die zweite Halbzeit. Es ist halt wirklich fast ausschließlich Skincare, ne? Ja, mal gucken, wie es jetzt so weitergeht. Ich habe jetzt bislang noch kein Wow-Produkt oder so gehabt. Nun, wir gucken in die Nummer 13 rein, die uns die zweite Halbzeit eröffnet. Oh, es gibt noch mehr aus der... Nee, doch nicht, das ist die Ceramidreihe. Schön, kenne ich noch gar nicht. Booster, Schutzfestigung, Feuchtigkeit und das ist ein veganes Produkt. Und hier haben wir 25 Milliliter drin. Ceramide liebt meine Haut, ne? Das ist wirklich so ein Produkt oder so ein Wirkstoff, der total super halt die Haut auch repariert. Hier stand jetzt auch gerade drauf, dass es parfümfrei ist. Oh mein Gott, das sieht super edel aus. So ein bisschen angelehnt an Estée Lauder, würde ich fast schon sagen. Das finde ich sehr, sehr nice. Spricht mich enorm an. Weiter geht die wilde Reise am 14. Dezember. Hier haben wir, ach guck mal, Judith Williams My Make-up Volume für Lipgloss drin. Aha, hat der eine Farbe, weiß ich nicht, mit Volumeneffekt und Pflege. Look Younger, 7 Milliliter. Ja, das ist halt so richtig auch ihr Ding, ne? Also die liebe Judith möchte, dass die Konsumentinnen sich mit ihren Produkten verjüngt fühlen. Und deswegen setzt sie relativ viel auf Slow Aging. Oha! Der sieht echt hübsch aus. Schick. Volume für Lipgloss. Aufpolsternder Lipgloss. Ich weiß jetzt nicht, womit der sein wird. Das muss ich mir mal dann nachlesen.
Genau, also manchmal hat man das ja mit Menthol, manchmal hat man das auch mit Hitze. Der 15. Dezember enthält etwas recht Großes. Sowas finde ich auch immer sehr charmant, dass man halt auch so ein bisschen, ne, so eine komplette Gesichtspflegeroutine so bekommt. Was uns definitiv auch noch fehlt, ist ein Toner. Das wäre auch mal ganz nice. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob sie das alles so in ihrem Sortiment drin hat. Das ist die Peptid Plus, das Stoppsignal für Falten, Nachtcreme, Intensivpflege, Reduktion von Falten und Regeneration soll das Ganze geben. Für jeden Hauttypen geeignet. Aha, Achtung, Achtung, es ist mit Neuropeptiden und Retinol. Ne? Da muss man ein bisschen manchmal aufpassen, weil das leicht peelend wirken kann. Und hier in diesem Tiegel sind ganze 50 Milliliter drin. Das finde ich richtig, richtig toll. Ein großes, derbes Produkt und doch, das mag ich. Und vor allem so im Kopf vergleiche ich diesen Adventskalender natürlich auch ein bisschen mit dem von Asam. Wir haben hier schon deutlich größere Produkte drin. Wobei man bei Asam ein bisschen mehr Auswahl hatte. Da hat man halt auch noch so die Haare und den Körper mit drin gehabt. Das hast du hier so gar nicht. So schaut der Tiegel aus. Der ist sehr hochwertig in so einem roten Glas. Ne? Finde ich richtig nice. Also wer sich ein bisschen mehr zu Retinol und Wirkstoffen und so weiter informieren möchte, ich habe hier im E-Mail-Video verlinkt. Das habe ich gedreht. Da geht es um Wirkstoffe, ne? Und da geht es auch um Retinol. Es ist natürlich immer die Frage, was hast du für einen Hauttypen? Wie hoch ist die Konzentration der jeweiligen Wirkstoffe? Aber ich wäre halt mit meiner sehr sensiblen Haut bei vielen Dingen einfach grundsätzlich vorsichtig. Weswegen ich jetzt zum Beispiel diese Retinol-Creme auch schon abends verwenden würde, ja, aber nicht in Konstellation, dass wenn ich halt vorher ein Peeling gemacht habe, sei es chemisch oder enzymatisch, ne, dann würde ich die Creme nicht verwenden und auch nicht irgendwie in Kombination mit Vitamin C oder mit ja, vielen verschiedenen anderen Sachen. Wie gesagt, habe ich im E verlinkt. Aber an und für sich ist das sicherlich eine gute Creme. Der 16. Dezember. Hier haben wir das Produkt drin, von dem ich eben dachte, dass es drin wäre. Das ist nämlich so ein Reinigungstuch. Also das ja, habe ich schon da. Ne? Das ist jetzt halt noch zusammengefaltet. Das ja, kann ich jetzt auch rausnehmen. Das ist auch super weich und angenehm. Und von der Größe her, das ist mir dann eben aufgefallen, ist es eigentlich optimal, weil du kannst halt das so packen und hast hier unten dann halt den Zipfel dran. Und dann kannst du dein Gesicht damit richtig schön reinigen. Also es muss noch erst in die Wäsche und dann wird es in Anwendung genommen. Ich finde das wirklich, wirklich toll. Also das ist ein sehr schönes Füllprodukt, ein sehr schönes Tool, was mit dabei ist. Das kannst du zum Reinigen des Gesichts nehmen. Das kannst du nehmen, um deine Gesichtsmaske runterzunehmen. Ne? Mag ich. Kommen wir zu einer Woche vor Heiligabend, zum 17. Dezember. Auch ein Cleanser. Phyto Mineral Superfood Silk Cleanser. 70 Gramm. Ist das ein festes Produkt? Aha, okay. Das lasse ich auch zu. Das ist auch noch zugeklebt. Das ist so ein Stück Reiniger fürs Gesicht. Ja. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember. Huch, die ist aber ein bisschen eingedrückt hier, ne? Wow, 150 Milliliter von der Handcreme, ich sag's euch. Intensive Care Hand Cream Live Long Beauty, 150 Milliliter. Holla die Waldfee, ich habe nach einem Körperprodukt gerufen, hier haben wir eins. Wow, das ist echt riesig, krass. Eine Handcreme gehört auch irgendwie in den Pflege-Adventskalender rein, deswegen ist es ganz fein. Okay, weiter geht die wilde Reise hier mit dem 19. Dezember. Und hier drin haben wir auch aus dieser Phyto-Mineral-Kollektion die Orchid Stem Cell Liquid Eye Cream. Noch eine Augencreme. 30 Milliliter haben wir hier drin. Das ist echt viel. Also das ist im Prinzip doppelt so viel, wie du normalerweise in der Augencreme drin hast. Ja, und Stammzellen sind eigentlich auch immer eine ganz gute Sache, um halt die ja, Haut regenerieren zu lassen. Das ist immer ganz schön. Mag ich. Schauen wir mal weiter in den 20. Dezember. Da ist irgendwie auch nur ein Stift drin. Da sind wir wahrscheinlich wieder bei dekorativer Kosmetik, aber dann auch eher wahrscheinlich im Basic-Bereich. Mal gucken. Nee, oh, auch ja, aber trotzdem oh. Das ist ein Stay Lip Liner, Präzision, zuverlässiger Halt und Komfort soll der geben. Und der hat, glaube ich, keine genaue Farbbezeichnung. Das ist einfach ein Lip Liner in so einem wunderschönen Nude-Ton. Ich mag die Farbe sehr, sehr gerne, weil das so ein bisschen My Lips But Better ist, ne? Finde ich schön. Der 21. Dezember. Ich habe eine dekorative Kosmetikader gefunden. Das ist ja unglaublich. Wir hatten ja eigentlich schon dieses Plumping Lippenpflegeprodukt. Und jetzt haben wir nochmal ein Plumping Produkt. Und zwar den Plumping Lip Gloss. Der soll Volumen, Shiny Finish und Feuchtigkeit geben. Und das ist die Farbe 461 mit Hyaluronsäure. Und den müsste ich so ähnlich auch noch da haben. Oder ich hatte ihn mal da. Finde ich eigentlich ganz schön. Ist so ein bisschen, ja, mit diesem Plumping-Effekt in dem eher mentholigen Bereich. Ziemlich komisch aufgeteilt. Also das hätten die besser auch mal vorher so zwischendrin machen können. Nur ja, hier habe ich die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl.
Okay, das ist ein schönes Produkt. Würde ich aber nicht am 22. Dezember in einen Adventskalender machen. Ich persönlich würde es halt ein bisschen mehr vorne machen, weil wenn du es nicht verträgst, dann hast du halt einfach die kleine Streuselkuchengeschichte im Gesicht, wenn Heiligabend ist, ne? Ist das AHA-BHA Booster-Produkt mit Erneuerung, Verfeinerung und Ebenmäßigkeit für deine Haut. Und hier steht auch, dass man das vorsichtig erstmal so anwenden soll. Und hier haben wir 25 Milliliter drin. Ich mag gerne chemische Peelings im Winter und am 22. Dezember werde ich persönlich auch vollkommen into the peeling game sein, sodass es bei mir auch alles vollkommen fein laufen wird. Aber ich empfehle es, was ein schöner Titel, grundsätzlich vorsichtig und langsam in Anwendung zu nehmen. Auch dazu habe ich euch mein Video gedreht. Das kann ich euch gerne im i verlinken. Da geht es um Peelings halt, ne? Und die unterschiedlichen Arten, was sie so im Gesicht bewirken und vor allem, wann man was anwenden kann, ne? Grundsätzlich immer wichtig bei Peelings, bei chemischen Peelings, bei Enzympeelings, immer ein bisschen vorsichtiger rantasten, damit es keine Irritationen gibt. Ne? Kommen wir am 23. Dezember an und schauen mal, was uns einen Tag vor Heiligabend hier im Adventskalender bereitet wird, beschert wird. Genau, denn wir sind jetzt so ein bisschen in dieser Situation. Ja, der Stress lässt vielleicht langsam nach, weil kurz Weihnachten, also kurz bevor es steht, Weihnachten vor der Tür. Und hier haben wir die Judith Williams Magic Wonder Eye Balm Sache. Das ist hauttonanpassend. 10 Milliliter sind hier drin. Das ist wie so eine Art Concealer. Finde ich ganz interessant. Bei mir wird sowas halt immer ein bisschen orange. Und hier haben wir auch vierfach Hyaluronsäure drin. Achso, hier haben wir so einen Applikator, ne, so ein Rausdrückding. Dann gucken wir mal, wie sehr sich das meinem Hautton anpasst. Ist aber eigentlich am Tag vor Heiligabend richtig gut aufgehoben. So schaut das aus, wenn es rauskommt. Es ist weiß und hat halt so Farbpigmente drin. Die werden jetzt gleich aufplatzen und sich hoffentlich meinem Hautton anpassen. Ist eine relativ wässrige Konsistenz. Ist ganz interessant. Hat eine sehr leichte Deckkraft, was natürlich positiv ist, ne? Und zieht aber dann auch wieder, wenn ich das so verteile, richtig schnell ein. Also das ist gerade sehr spannend für mich, wie sich das gerade hier so einarbeiten lässt. Ist für den Alltag, glaube ich, auch ganz toll geeignet. Okay, deutlich besser als gedacht, muss ich an dieser Stelle sagen. Wobei es jetzt nicht unbedingt ein Concealer an sich ist, ne? Weil ihr seht jetzt ja auch den Unterschied. Man hat zwar eine leichte Abdeckung von den Äderchen, die ich so halt habe, aber jetzt nicht immens. Ja, aber schon so ein bisschen auch meine Muttermale und so, die sind schon ein bisschen damit abgedeckt worden. Oder Pigmentflecken, Sommersprossen, sage ich immer so freundlich dazu, ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und hier habe ich jetzt das Highlight des Ganzen, die Nummer 24. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass die vielleicht ein Parfum reinpackt, weil, also die vor allem, ne, Judith setzt sich dahin und packt die ganzen Adventskalender, nee, weil die haben ja Parfums und das wäre für eine 24 oder auch für eine 6 so geil gewesen, aber das hier fühlt sich nicht an wie ein Parfum, das fühlt sich eher an wie ein Duschgel, was ich die ganze Zeit schon vermisst habe. Nein, oh, das finde ich toll. Das ist der Skin Perfect Miracle Glam Toner, glamouröser Gesichtston. Für eine sanfte Hauterneuerung, beugt Irritationen vor und beruhigt die Haut, sorgt für einen ausgeglichenen Schutzmantel der Haut. 300 Milliliter, das finde ich super. Ist für mich eigentlich eher ein Produkt, was ich jetzt am 6. Dezember gesehen hätte, vor allem in einem Adventskalender, für den ich ja ungefähr 100 Euro bezahlt habe, ne? Aber gut, ist jetzt hier mit dabei, werde ich safe mal ausprobieren. Jetzt sehen wir ja immer im Hintergrund den kompletten Adventskalender, für den ich, wie gesagt, 100 Euro bezahlt habe. Ich finde, dass dieser Adventskalender auf jeden Fall richtig große Produkte beinhaltet und dass wir hier, glaube ich, auch wirklich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und ich glaube auch, dass viele verschiedene Häutchen diesen Adventskalender gut vertragen werden. Das ist eben auch immer so eine Sache, die ich sehr wichtig finde, ne? Ich finde, dass jetzt die 6 und die 24 nicht so das Ultimativ-Highlight sind. Also die 6 so gar nicht, aber die 24 schon so etwas, ne? Aber für einen 99-Euro Adventskalender hätte ich mir ein größeres Highlight gewünscht, ne? Ja, es ist aber ein schöner Adventskalender, der mir gefällt, ne? Und ja, da könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, wie er euch gefällt. Also da können wir uns gerne in den Kommentaren austauschen. Die dekorative Kosmetik hätte ich mir ein bisschen mehr vertreten gewünscht. Genauso, ich, ne? Möglicherweise hat Judith Williams gar keine Körperpflege. Da dumm. Dann habe ich das irgendwie verwechselt. Aber es ist schon enorm Skincare-lastig, ne? Trotzdem haben wir schöne Produkte drin enthalten, die man definitiv gut verwenden kann. Man muss sich nur im Vorfeld so ein bisschen informieren, aber steht tatsächlich auch auf den Packungen drauf, dass man die halt auch richtig anwendet, ne? Das ist immer eine ganz wichtige Sache bei Skincare. Und grundsätzlich, wenn ihr neue Produkte bekommt,
macht das nicht von jetzt auf gleich, dass ihr eure komplette Skincare-Routine wegmacht und dann die neue hinstellt, sondern lasst jedes Produkt langsam und nach einschleichen, damit ihr dann auch gegebenenfalls reagieren könnt, falls ein Produkt bei euch halt nicht funktioniert. Ne? Das mal als kleiner Tipp am Rande. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.